Einladung raus. Karabiner und Turbinen. Ihr sagt Bescheid, ja. Moment. Bereit. Yvonne? Bereit. So, machen wir mal weiter. Stiehle einen Transporter. Nee, stiehle den Transporter. Ach, den ja, genau den. Aber nur den und keinen anderen. Wieso liegt mein Quad auf der Seite? What the fuck? Quad müde, Quad schlafen. Komm, komm, ja, komm. Ach so. Jetzt hast du das sind 7 Kilometer. Das sind 6,9 Kilometer ungefähr jetzt gerade bis zu der Stelle. Yvonne, kannst du mal ein Wegding setzen? Fahr doch mit mir mit. Oder habt ihr Angst? Nö, ich hab lieber Yvonne so schön hinter mir sitzen. Ach, geil. Ja, ich hab so eine Aufnahme drin, dass er keine Höschen trägt. Im Helikopter, ich weiß. Ja, genau, der. Der Helikopter. Ich hab auch die lustigen Bugs drauf. Geht doch da lang. Wie kommt es eigentlich, Yvonne, dass du dir ein neues Kleidchen gekauft hast? Das wird dir gefallen. Das tut sie immer, aber das ist eine andere Sache. Das weiß Yvonne doch auch. Nur schade, dass sie immer so still ist und nicht so viel zu sagen hat. Ja, sie ist höflich, mit dem Volk spricht man nicht. Die denkt sich halt an die Schweine. Oh. Sorry. Wie viele Kilometer habt ihr noch? Erstmal wieder aufsteigen. Wir sind gerade gegen ein Auto gefahren und runtergeflogen. Ah ja. Das Quad hat nämlich die Motorradphysik. Wenn du irgendwo gegenfährst, schwupp, fliegst du weg. Wahrscheinlich hast du keine Motorrad-Skills oder was? Das kann nämlich da. Tatsächlich liegt das dann auch manchmal da dran, wenn du keine Skills für ein Motorrad hast. Also nicht, dass du kein Motorrad fahren kannst, sondern dass er sich nicht hält oder sowas. Naja, weißt du, ich habe halt Motorrad-Skills, wie du keine Entdeckt-Werden-Skills hast. Ich habe nicht jetzt gesagt, dass das auf dich bezogen ist, sondern einfach. Und ja, mit dem keine Entdeckt-Werden-Skills, das weiß ich. Alter, wo fährt der denn? Du bist denn hier? Mit dem Marsch der Welt oder was? Du musst ja echt schon. Ich hab gerade versehentlich das Headset rausgezogen. Ah, toll. Passiert ja öfters mal, dass du was aus der Seele rausziehst, ne? KI-Autofahrer wieder. Das müsstest du Yvonne fragen, wie oft da drin ist und wie oft nicht. Nee, ich hab gesagt, das passiert ja öfters mal, dass du was rausziehst. Jetzt versteh ich das auch, Yvonne, auf dem anderen Kleid waren Flecken. Okay, gut, das ist... Ja, das musst du, irgendwann musst du das mal in die Wäsche. Ja. So. Ich warte auf euch hier mal, ne? Bin schon nämlich am Ziel. Ja, wir sind auf dem Weg. Das Quad ist halt nicht so schnell wie beim Auto. Ja. Warte mal gerade kurz, ich muss mich gerade mal nur orientieren, wo ich ran muss. Wie viele Feinde da irgendwie stehen. Die Frage ist, ob da überhaupt Feinde stehen. Ach, da hinten.
Hast du das gehört, Yvonne? Da muss ich erstmal orientieren, wo er da ran muss. 3, 4, 5, 6, 7. Ich zähle gerade 8. Moin mit den komischen Typen, die uns empfohlen. Das sind immer ein Slot. Du hast Lost? Ne, das ist auch ja, so. Ja, Lost. Ja, ja. Das ist eine Mission von Ron, also müssten das Lost sein. Hm. Wie gesagt, ich warte dann so ein bisschen auf euch. Wir sind gleich da. Ja, alles gut. Was hinter denn überhaupt noch? Ach da, okay, ihr seid schon da bei mir. Kann ich loslegen? Jo. Ich glaube, da kommt einer auf uns zugefahren, ne? Kann sein. Oh, die hat sich schön weggeholt mit uns. Da unten ist mal einer sein. Ja. Ein paar überleben noch teilweise, die überleben den ersten Shot. Du brauchst mit dem Scharf jetzt sogar meistens Zeit, aber. Normalerweise nicht, aber du hast einen hinter uns. Pass auf, da kommt einer hoch. Ist tot. Du bist sicher der Typ vom Motorrad. Ja. Er hat ein Motorrad. Ja, deswegen habe ich gesagt, einer kommt auf uns zugefahren. Ja, hab schon gesehen. Kein Problem. Oh, oh doch, hier ist noch alles voll. Ernsthaft? Ja gut, die haben größtenteils die ersten Shots überlebt, ne? Das kann sein, dass die nicht alle tot sind. Der ist tot. Motorrad, ey. Ja, tot. Der nächste, also Feind. Hab Flug. Nö. Nur wertvolle Ware. Hier kommt nur wertvolle Ware rein. Normalerweise sagst du das zu uns, aber ich weiß nicht, ob du da hinten noch rein kannst. Ha, sie passt hinten auf die wertvolle Ware auf. Und mach dabei noch die Scheibe kaputt. Ja, geil. Weißt du, ja, irgendwie braucht man hier hinten Luft bei den ganzen. Keine Ahnung, was zu tun. Ja. Hättest du mal gestern über die. Dann darfst du nicht so viel pupsen, die wollen, dann geht ja, das. Hättest du mal gestern die Boden weggelassen. So. Man sollte halt nicht in allem Bud Spencer und Terence Hill nachmachen. Erstmal ein Pott Boden mit Speck. Und Zwiebeln. Mmh, lecker, lecker. Ja. Klassische Essen halt. Na gut, irgendwie musste er ja sein Dings hochhalten. Sein Kalorien-Dings hochhalten. Schade, dass es da keine neuen Filme mehr gibt, weil er ja nicht mehr lebt. Also, Bud lebt nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob Terrence noch lebt, das weiß doch, ich auch nicht. Doch, doch, doch. Schon nee, ja, die sind beide über 80, klar, aber der eine war über 80, der andere über 80. Aber, nee, Terrence lebt noch, doch. Hast du mal die Fotos gesehen von Bud Spencer als Schwimmer, Alter? Der war mal topfit. Der war topathlet, ja, ich weiß. Ich glaube, der war sogar Olympiaschwimmer oder so. Ja, Olympiaschwimmer, ja. Der hat bei Olympia für Italien teilgenommen. Ja, ja. Genau, wollte gerade sagen, waren ja beides Italiener eigentlich. Ja. Sind ja alles nur Künstlernamen. Aber der Bud konnte mal fließend Deutsch. Der war nämlich lange Zeit in Deutschland wegen seiner Eltern. Ja, erzähl doch auch. Ja. Hab nicht auf YouTube mal so einen Clip gefunden, wo Bud Spencer bei so einer deutschen Talkshow mitmacht und dann stoppt er irgendwann den Moderator und sagt, du kannst Deutsch mit mir sprechen. Aber es gibt ja tatsächlich einige oder viele Promis, gerade auch aus Amerika, die deutsche Vorfahren haben.
Ja. Es gab, glaube ich, mal irgendwo bei RTL oder so war das, glaube ich, gab es eine Sendung, glaube ich, die Top-Prominenten mit deutschem Hintergrund oder so, zumindest die deutsche Leonardo DiCaprio hat eine deutsche Oma, glaube ich. Ja, genau, die kommt aus Oberhergenschwick im Ruhrgebiet. Die Oma von dem. Der ist öfters mal zu Besuch, der spricht auch Deutsch. Dick spricht auch Deutsch hier, die von Scrubs, die Blonde, ja, die Ärztin. Ja. Die hat das die auch mal im, Deutsch, ja, ja. Die hat das mal im Interview. Sarah Chalker heißt die, glaube ich, richtig. Ja, und die hatte das, genau. Auch und die Oma oder so, glaube ich, auch. Naja, Deutsch. Ich kann auch sein, ja. Er hat gesagt irgendwie, dass die Oma immer heiße Schokolade mit Schlagsahne gemacht hat. Ja, hat die gesagt, ja, genau. Also viele Teile, viele. Ja, Amerika ist halt klar. Und viele halt deutsche Wurzeln, genau. Jetzt wedelt die wohl noch die Tür da hinten rum, weil sie gepupst hat schon wieder. Ah, ja. Deswegen fallen die Gegner hinter uns immer um. So. Bisschen Muschipups. Ja. Wir haben wieder so eine Feinde hinter uns zwei. Ah, wir sind gleich da. Genau. Ach, ernsthaft. Müsste die Garage noch einparken. Ein Loch. Erledigt. Da kommt doch schon der Trevor. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Kompliment ist oder nicht, aber wenn Trevor einen anguckt und sagt, ich dachte, ich wäre schon komisch, also. So, was nehmen wir dann als nächstes? Wie gesagt, Bordell aufräumen haben wir mit Bötchen. Ich glaube, die haben wir fast alle, außer das Rollende Labor. Ja, Rollende Labor haben wir, glaube ich, noch nicht in der Aufnahme. Doch. Haben wir das auch? Doch, das kann sein, ja. Das ist das mit dem LKW am Strand, wo wir auch versehentlich mal zweimal machen wollten. Ja, stimmt, genau. Was haben wir denn hier noch? Ja, da muss ich mal wieder neu laden. Ach, warum meldet man sich dann, wenn man Bock hat und dann blockiert man die Leute, weißt du? Der Typ, der mich sich da gemeldet hat, der hat mich jetzt blockiert bei Facebook. Ich komm nicht mehr in sein auf sein Profil zum Beispiel. Aber dann brauche ich mich noch nicht melden, wenn ich dann doch keinen Bock habe. Weißt du? Mhm. Ich hasse sowas, ich hasse so Leute. Dann ignoriere ich den Quatsch einfach. Wenn brauche ich, dann brauche ich nicht mich melden. So.